Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist jede Menge zu tun heute. Und ich dachte mir, ey, es sind einfach viele Sachen, die gerade anstehen. Und ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit. Außerdem gibt es noch ein Produkt, was ich lange jetzt über den Sommer getestet habe, was ich euch noch vorstellen möchte. Aber dazu kommen wir nachher. Wir gehen jetzt erstmal meine Eistonne befüllen, weil die habe ich am Wochenende sauber gemacht. Also Eistonne, es ist eine Regentonne. Aber es wird jetzt langsam wieder kühl draußen und da bietet sich ja an, endlich mal wieder loszulegen mit dem Thema Eisbaden. Ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit, hier zu Hause durch meine To-Dos. Und wir haben auch ein paar Sachen, ich warte noch ein paar Pakete und so weiter und so fort. Und ja, ich nehme euch mit, let's go. Also normalerweise mache ich ja immer Intervallfasten, Leute. Aber ich merke jetzt immer mehr, dadurch, dass ich, ja leider waren wir in Österreich, ne? Wie ihr wisst. Und dort gab es immer Frühstück. Und wenn es im Hotel irgendwo Frühstück gibt, dann nehme ich das natürlich immer wahr und muss einfach dementsprechend dann danach mich wieder an alles gewöhnen. Ja, hier übrigens noch das Projekt Swoopy Doppelbrücke. Es sind hier gerade so viele Dinge am Laufen und irgendwie kommt man nicht so richtig zu etwas. Jo, hier steht schon die nächste Box, die ich euch auch noch vorstellen muss. Und aber ich muss erstmal einen Schlauch holen anschließen. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich für einen guten Gartenschlauch? Weil der hier, vielleicht könnt ihr das sehen, ist letzte Mal so ein bisschen hier irgendwie so abgegangen und hat einfach praktisch unseren Keller ziemlich überflutet. Und jetzt muss ich das ganze Ding hier irgendwie wieder ein bisschen dran machen und dann stehe ich jetzt einfach gleich, Leute, ich stehe einfach die ganze Zeit neben diesem verdammten Schlauch, weil das können wir uns nicht nochmal antun. Ja, wenn ihr einen Vorschlag habt für einen guten Gartenschlauch, der ordentlich ist, stabil ist und nicht die ganze Zeit diese Knicks hier immer macht, ne? Das ist ja hier, das ist ja so das Problem, finde ich. Also das ist das, was so richtig nervig ist. Und wenn ihr da einen Tipp habt oder ja, eine Empfehlung, gerne her damit. Ist natürlich klar, dass es jetzt anfängt zu regnen. Das Wetter, Leute, es macht mich fertig. Schon das ganze Jahr. Schön vorsichtig diesmal aufdrehen. Alles, was nicht nass werden darf, wegbringen. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis das durch ist. Ich hoffe, dass hier alles heile bleibt und hier werde ich jetzt öfter mal gucken gehen. Wir haben allerdings eine Neuigkeit und zwar eine Kühlbox bzw. eine Kompressor-Kühlbox. Unbezahlte Werbung übrigens. Die haben wir uns selber angeschafft, haben aber allerdings von Dometic einen coolen Rabatt bekommen, aber die Box werde ich euch noch mal genauer vorstellen, wenn es ein Update gibt zum Van. Wir haben das ganze Thema Van-Umbau ein bisschen nach hinten aufgeschoben, weil wir einfach gerade so viele andere Projekte haben und so viel zu tun haben, dass wir gemerkt haben, hey, das ist jetzt einfach too much, das auch noch hinzubekommen. Deswegen müsst ihr da euch ein bisschen gedulden noch. Wir werden jetzt diesen Winter den Van praktisch so umbauen, wieder so wie er war, ne? Wir haben ja nicht viel ergänzt, ein paar Sachen, aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne auch einfach mal in die Kommentare schreiben, dass ihr gerne so ein Update haben wollt, was wir bisher haben und wieso, weshalb, warum. Aber der Van ist ja eigentlich von Hause aus ready, dass man auch drinnen schlafen kann. Und ich habe jetzt noch einen Topper bestellt, auf den warte ich jetzt noch. Den muss ich zuschneiden und dann kann man drinnen, glaube ich, ganz gut pennen. Und wir wollen das eigentlich auch mal jetzt, wo es so herbstlich wird, ein paar Mal testen.
So, um das Wasser haltbar zu machen, nehme ich immer diese Pool-Desinfektion für Kinder. Einfach von Obi. Das mit ganz wenig Chlor, sodass man keine pH-Messung braucht und so. Das muss man immer alle paar Tage mal erneuern. Aber ich kann euch schon sagen, ich habe das ja im letzten Jahr auch benutzt. Und das Wasser, also das Restwasser, was drin war, bevor ich das Ding sauber gemacht habe, das war noch echt überraschend gut, sah das aus. So, und in der Zwischenzeit, wo das Ding voll läuft, sprechen wir über diese Akkubox. Denn die haben wir jetzt einen Sommer lang getestet. Und ja, ich möchte euch einfach mal Feedback geben, wofür sowas gut ist. Was unsere jetzt auf jeden Fall auch ein Stück weit besonders macht, weil die hat schon ordentlich Power. Und ja, ich freue mich drauf, euch das näher zu bringen, weil es war schon einige Male, dass das Ding uns so ein bisschen geholfen hat, den Arsch gerettet hat beim Camping. Besonders denke ich, beim Detlef ist das für uns super wichtig, weil wir einfach dort nicht so viel Kapazität haben und sonst nicht besonders autark sein könnten. So, Leute, Inspektor James ist auch schon am Start. Er muss natürlich kontrollieren, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, es geht um die Akkubox EGRETEC Sonic 1500W. Hallo, Inspektor James. Und diese Akkubox, die haben wir jetzt schon echt lange im Betrieb. Und zwar haben wir die eigentlich den ganzen Sommer über genutzt. Und vor allem konnten wir auch dadurch ein bisschen autarker sein. Weil das, was ihr hier seht, das ist zusätzlich ein Solarpanel. Dieses Solarpanel kann man halt aufklappen. Das ist in so einer netten Taschenform, finde ich auch ganz stylisch. Sieht auf jeden Fall einfach schick aus und macht was her und lässt sich einfach super gut verstauen. Die Akkubox verfügt über USB Typ A Anschlüsse, über USB-C Anschlüsse. Die kann man alle einzeln ansteuern. Natürlich hier, wie altbekannt, Zigarettenanzünder, aber auch hier zwei 230 Volt Anschlüsse. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Bei uns in unserem Van haben wir das Problem, dass wir nur, wenn wir Landstrom haben, diese 230 Volt zur Verfügung haben. Hiermit haben wir die aber einfach immer und überall. 84% hat das Ding noch und ich habe die fast immer nur über Solar aufgeladen. Das habe ich echt viel Geld gespart. Dann hat man hier noch so eine Lichtfunktion mit verschiedenen Modi. Einfach ein super schickes Ding und hat uns treue Dienste erwiesen. Wenn ihr Bock habt, auch so eine Akkubox euch anzuschaffen und mal auch einer anderen Marke eine Chance gibt als die altbekannten, dann findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu diesem Produkt. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr so Vanlife habt oder wenn ihr einfach campen geht oder ja, also ich finde das einfach unglaublich, unglaublich praktisch und würde mir so ein Ding jederzeit wieder zulegen, weil es einem einfach wirklich ein gutes Stückchen Freiheit gibt. Die Box haben wir jetzt wirklich lange getestet und ich kann euch guten Gewissens sagen, dass das Ding auf jeden Fall hält, was es verspricht. Und das Ding ist jetzt schon über ein halbes Jahr bei uns und ich habe es einfach so geschickt bekommen. Bekomme aber dafür jetzt kein Geld, dass ich das euch empfehle, sondern ich habe gesagt, schickt mir das einfach und ich möchte einfach testen und wenn das Ding gut ist, dann kann ich gerne das in dem Video erwähnen und das ist halt dieses Video. Es gibt ja super viele Akkuboxen. Was mir wichtig ist bei so einer Akkubox ist, dass sie kompakt ist. Das heißt, achtet vielleicht darauf, dass das Ding nicht irgendwie eine ganz komische Form hat und nirgendwo hinpasst. Das ist nämlich richtig, richtig ärgerlich und dass das einfach zu bedienen ist. Nicht 1000 Knöpfe. Hier kann man jedes Element, wie jetzt zum Beispiel USB-C, 230 Volt, einzeln anschalten. Oben gibt es einen Anknopf und einen Ausknopf und diese Lichtfunktion. Und das war's. Und ich finde es einfach schön, wenn es da nicht so 1000 Knöpfe gibt und das Ganze urkompliziert ist. So, ich muss jetzt mal schnell das Wasser ausmachen gehen, sonst läuft nachher hier die Tonne aus. Also, Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt darauf, checkt es aus.
So, das Wasser ist aus und jetzt kann es losgehen mit Eisbaden. Ich freue mich da mega drauf, Leute, und kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal Bock habt, das auszuprobieren, macht es jetzt, wo es noch nicht so super, super kalt ist. Wenn ihr nämlich erstmal da seid, dass es super, super kalt ist, erstens fängt es dann erst an, richtig Bock zu machen, wenn du das Eis einkloppen musst, bevor du ins Wasser gehst. Das ist so ein richtiger Kick. Man fühlt sich da richtig wie so ein Krieger irgendwie. Also klingt vielleicht doof, aber mir hat es einfach mega viel Spaß gemacht. Und mir hat es auch in der letzten Wintersaison einfach ja so einen gewissen Kick gegeben. Ihr kennt das ja, das Sonnenlicht fehlt und das Adrenalin, das Serotonin ist nicht so da, die Glückshormone fehlen so ein bisschen. Und das kann auf jeden Fall das Eisbaden so ein bisschen ausgleichen. Ich gehe da morgens früh rein, nachdem ich mein Wasser getrunken habe. Und bevor ich Kaffee oder sonst irgendwas trinke, gehe ich erstmal da rein. Und das ist einfach für mich wirklich ein Gamechanger gewesen. Da war ja viel Hype drum und es war viel Gerede darum. Alle haben es irgendwie gemacht. Vielleicht war es auch ein bisschen Trend. Aber ich mache es jetzt zum zweiten Jahr aus Überzeugung und kann euch einfach sagen, probiert es selber mal aus. Checkt vielleicht vorher, ne? Vorerkrankungen und so weiter, sollte natürlich nicht am Start sein. Aber, und wenn ihr krank seid, sowieso nicht reingehen, ne? Erkältung und sowas. Aber probiert es gerne, gerne aus. So Leute, für mich geht es jetzt weiter hier mit E-Mails beantworten und das Organisatorische machen, was man halt auch machen muss, wenn man selbstständig ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch einfach so mitgenommen habe. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich euch wirklich einen ganzen Tag mitnehme auf dem Vlog, und zwar nicht nur auf so einem Bike-Vlog, weil jetzt mache ich natürlich meine Arbeit und da nehme ich euch jetzt nicht mit, aber ich könnte ja theoretisch euch auch danach, nach der Arbeit, wieder weiter mitnehmen. Und wenn ihr darauf Lust habt, daran Interesse habt, dass ich einfach mal sowas mache, sagt mir gerne Bescheid. Schreibt in die Kommentare, was euch da auch so interessieren würde. Dann mache ich das einfach super gerne. Ich hatte einfach Bock. Die Michi ist gerade im Büro und ich bin alleine. Und dann dachte ich so, nehme ich euch mit, damit ich nicht so alleine bin. Ich hoffe, es geht euch gut. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.